Ach, Mann. Scheiß Wecker. Montag früh um 6 aus dem Bett raus, als wär es ein Wettlauf. Alle sehen geleckt aus, wer denkt sich so ein Dreck aus? Jeden Monat Miete zahlen, eigentlich müsste ich wieder mal laufen gehen im Park und mehr hören auf mein Arzt. Die Papiere mal sortieren, die Wohnung renovieren, mal ne Runde meditieren, vielleicht doch noch mal studieren. Meine Spiele reparieren, mich politisch engagieren, meinen Bizeps mehr trainieren, ja ich weiß doch. Es gibt tausend gute Gründe, seinen Arsch zu bewegen. Doch es gibt einen entscheidenden und der spricht dagegen. Ich hab kein Bock, 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 Bock. Ich hab kein übertrieben motiviert, heute gar nichts zu machen wie ein ganz schlechter Bäcker. Ich krieg gar nichts gebacken. Training, Schule, Arbeit und das Vorstellungsgespräch. Beim Mutti-Essen, Zahnarzt mach ich morgen, wenn's noch geht. Ich müsste insgesamt aktiver sein, nicht immer nur bla bla. Ich sollte mich mehr öffnen, vor allem emotional. Ich sollte mehr mit anderen teilen und das nicht nur digital. Glas rauchen macht gleichgültig, das ist mir scheißegal. Es gibt tausend gute Gründe, seinen Arsch zu bewegen. Doch es gibt einen entscheidenden und der spricht dagegen. Ich hab kein Bock, 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 Bock. Ich hab kein. Ich hab kein. Mein Sofa ist mein Königreich, Gehirn so klein wie Österreich, am Abgammeln wie Dönerfleisch und jetzt setzt noch die Flöte ein. Vom Mackern krieg ich Würgereiz, Sport machen kann tödlich sein, drum sitz ich mir die Klöten breit. Schon damals brauchte ich als kleiner Junge kein Spielzeug, gib diesem Held der Arbeit jetzt das Bundesverdienstkreuz. Ich kippe mir heute ein paar Bierchen in den Korb. SDP fragt nach Feature, ich hab direkt kein Bock. Ich hab direkt kein Bock. Ich hab kein. Ich hab kein. Ich hab kein. Bock, 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 Bock.